Wie viele Leute laufen hier rum? Meine Güte! Hi und hi. Hör auf mich zu schießen. Ich glaube, ich nehme mal das Tech-Gewehr. Falsche Richtung. Ist egal. Zum Glück hat er mich eingeknurrt. Das war wie ein dummer Hund. Ja, so. Ich habe den Tempel noch und die Brücke. Aber ich denke mal, über die Brücke geht's weiter. Ich komme schon wieder irgendwas. Gott, was ist denn hier los? Was ist noch hinter mir? Aber ist mir jetzt egal. Hier rein wollte ich noch. Glock. Geht ihr jetzt auf? Hier, irgendwas ist aufgegangen und es hat so gebrummt und gewackelt. Ich will da nicht runter, hätte ich gesagt. Das ist mir doch Geheimnisse jetzt egal gerade. Kann ich noch irgendwas mit diesem Tempel jetzt anfangen? Ja, meine Güte! Hammer's bald! Ich hoffe doch. So, hier in den Dingern lagen noch... Ach, da war unten war die Falle. Hier in den Dingern lagen noch Shotgun-Teile rum. Dock, 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 voll. Ach. Oh, das ist was Feines. Das ist was sehr Leckeres. Wong Tech Armor. Ja, jetzt haben wir eine Rüstung. Die nimmt erstmal unseren Schaden. Ist... die aufgebraucht ist und dann kommt unser Leben wieder. Ich denke mal, das Ding hier ist aufgegangen irgendwie. So, hier war jetzt der Halter. Aber, ich habe da gerade was gesehen. Hier ist noch mal so ein Kabuff, aber hier ist nichts. Naja, okay, hat sich gelohnt, sagen wir es so, hat sich doch gelohnt. Im Endeffekt hat es sich doch gelohnt. Ja, lauf da unten rum. Ne, ich verstehe es nicht. So, wo war denn die Brücke? Ich wollte über die Brücke jetzt. Oh, jetzt bin ich hier auf der Seite. Tempel ist doch viel kleiner, als ich dachte. Du, 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 du. Hi. Oh, so ein großer wieder. Der kann gar nicht so schießen. Und ich glaube, das ist die Riesenhöhle, wovon ich gesprochen habe. Sollte ich übrigens einen Schlüssel verpassen, wenn ich ihn offscreen holen? Ich werde dann nur aufnehmen, wo ich ihn gefunden habe. Damit ich nicht nochmal durchs Level laufen muss, denn... ich meine, so lange, so riesengroß soll das Spiel nur auch nicht werden. Ich wollte unter 100 Parts bleiben, ehrlich gesagt mal. Okay, ich ziehe mich auf einfach mal auf, aber... ich meine, so elendig lang ist das Spiel nun nicht, dass es über 100 Parts braucht, denke ich mal. Ich wette, der ist genau hier hinter. So, das müsste die Hülle sein, von der ich schon gesprochen hatte. Ich guck gerade mal was. Nö, mein Mikrofonschalter, da ist ein Knopf dran. Der klemmte gerade zwischen meinem Stuhl und meinem Schreibtisch. Ich hab gedacht, der wäre vielleicht aus. Das wäre ungünstig, weil dann hätte ich nämlich keinen Kommentar. Oh, hier ist viel los. Hier wären Granaten gut oder sowas. Aber die habe ich nicht. Noch nicht. Die ist riesengroß. Oh, das ist ein Boss. Ey, ne, da steht auch Leichen. Hier kommen unheimlich viele Monster runter. Nee, ehrlich gesagt, die baller ich nicht mit meinem Gewehr weg. Tja, wo lang? Da oder da? Von da kommt einer, gehen wir es mal hier rein. Okay, damit hätte sich die Frage geklärt, weil hier geht's wohl anscheinend im Kreis. Oh, hast du es gesehen? Das war gelb. Das war in meiner Rüstung. Ja, ich wurde mal getroffen. Achso, hier ging's gar nicht weiter. Okay, dann war der Dings am Arsch hier. Ja, lass die, Mann. Lass die einfach da, wo sie kommt. Ich nehme einfach alles, was vor mir ist, und wenn ich irgendwas von hinten andische, dann nehme ich das auch noch mit und dann ist gut. Aua, da will ich rein. Seht ihr dieses leckere Zeug da drin, ne? Fick dich. Kann ich da auch mal reingucken? Ich will diesen Blick genießen. So, noch was hier, was mich irgendwie in meiner Befriedigung stören könnte, da. So. Dieses leckere Zeug da drin, ne? Eine Minigun. Die ganzen lila Teile. Ein Voll-Auffüll-Dings, was ein 100 Leben, glaube ich, gibt. Egal, wie viel Leben man da gerade hat und eine Rüstung. Aber, ihr seht die Stacheln. Tja. Die Dinger kriege ich nicht kaputt. Kann ich machen, was ich will. Vielleicht mit den Tech-Fallen.
Nee, auch nicht. Dafür brauche ich eine Explosionswaffe. Sprich, Granaten. Das Problem ist, wenn ich die Granaten habe, habe ich das Ding wahrscheinlich auch schon, was da drin liegt. Ja, da komme ich nicht rein. Leider, muss ich dazu sagen. Na, mal gucken. Vielleicht mache ich es dann nochmal offscreen und hol mir das Zeug. Ich nehme doch nochmal auf, wie ich die Wand zerschieße. Ich bin draußen, das heißt, wir sind fast am Ende des Levels, wenn ich mich recht entsinne. Oh, pfiuh. Da geht's runter. Dann müsste ja irgendwo gleich noch der Schlüssel kommen. Der war meines Wissens irgendwo kurz vom Ziel. Bin ich sogar noch dahinter. Also es kommt das Portal, dann geht's noch weiter und dann... Wow, bist du gerade durchs Wasser gestürzt? Oh, das kommt mir gelegen. So, ja, ich habe die Rüstung. Deswegen, hä, ich dachte 21 Leben, aber es ist ja die Rüstung. Da ist noch ein Checkpoint. Wupsi, wupsi, du. Dok, 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 dok. Gut, die kamen anscheinend gerade sehr gut, weil ich bin auf 93. Das heißt, ich hätte sehr wenig. Nimm mal die. Hier geht's auch noch runter. Da ist wieder eine Höhle. Kommt hier etwa der Schlüssel? Oh, nee, hier kommt so ein komisches Vieh. Der lässt sich einfach mal stehen. Die sind relativ langsam unter Wasser. Ist mir also egal. Da ist noch so einer. Ah, die treffen wir ja nicht mal. Ich pick mal sich etwas langsam. Hi. Da ist er. Okay. Das sieht... Oh, hier kommt wieder der Gegner. Das sieht doch etwas verdächtig aus hier. Mit dir, mit dir, mit dir! Da kommt schon wieder irgendwas. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt am Schlüssel vorbeigerannt bin. Sprich, ich bin den richtigen Weg gelaufen, habe irgendwo eine Sackgasse verpasst, wo der Schlüssel drin war. Doch, anscheinend ja. Komm ich wieder hoch? Ich seh's nicht. Aha. Ach, das ist gut. Dankeschön. Da ist nämlich der Schlüssel. Da oben, da oben, da oben, da oben. Fuck! Guck mal, da steht das Portal. Ich hätte da rumgelaufen. Nur ein bisschen sah ich doch, der ist dahinter. Da, 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 da war der Schlüssel. Okay, das heißt auch mal durchs Wasser tauchen. Wo waren das jetzt? Ich bin jetzt wieder hier unten übrigens, falls ich irgendwann nicht orientieren kann. Hier ist der Checkpoint. Genau, hier bin ich hoch, da bin ich draufgesprungen, dann bin ich hier runter ins Wasser und dann kam irgendwo hier vor mir gleich dieses Loch. Ein paar Teile weiß ich noch, aber nicht mehr viel. Ehrlich gesagt kenne ich nur die ersten 3-4 Level noch richtig. Und den Rest irgendwie nicht mehr so. Das 6. Level kenne ich noch ganz gut. Das ist mein Hasslevel gewesen. Weil da kann man sehr schnell überall runterfallen. Das weiß ich nämlich noch. Patronus rum. Patronus. So. 6. Level war relativ kurz. Das ist doch das kürzeste Level. Ja, schön. Eclipse. Den nehme ich mit. Springkunst. Warum habe ich hier Tauchgeräusche? Ich bin mitten am Land und hier ist nirgendwo Wasser. So. Hier runter. Und dann hier lang. Hier gibt es aber noch einen Raptor. Meine Rüstung ist gleich weg. Das ist nicht so fein. Und da ist er doch. Der Level... Oh, Level 5 Schlüssel. Alle Schlüssel gefunden, ja. Das war's. Schön, damit haben wir das Level komplett. Damit hätten wir Level 2 abgeschlossen. Hurra! Wum. Jetzt sieht man übrigens, dass man die Schlüssel alle hat. Dieses Teil, die 3. So, das ist Level... 7. Müsste das Level 6 sein.
Dann haben wir hier Level 4 oder Level 5. Jo, da habe ich schon mal einen reingepackt jetzt. Und Level 4. Klong, so. Dann hätten wir Level 3. Da hätten wir das nächste Ziel. Aber das mache ich jetzt doch nicht. Das heißt doch nicht, das mache ich jetzt nicht. Ich denke, ein Level pro Aufnahme-Session reicht. Jetzt heißt es wieder Speicherpunkt suchen. Da ist er ja. Jo. Mal den, so. Na gut. Oh. Gefährliches Leben haben wir. Eins. Das wird hart. Na gut. Ja, ich sage euch schon mal so viel. Freut euch in Level 3, da gibt's einen Boss. Da gibt's einen richtigen, richtigen Boss. Der hat dann auch den letzten Schlüssel für uns, den wir dann bräuchten. Das heißt, da gibt's insgesamt eigentlich nur zwei Schlüssel im Level, die man finden kann. Den letzten hat der Boss. Gut, ja. Dann sag ich mal, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal bei Turok, wenn wir uns in Level 3 wiedersehen.